Der Kapitalismus bringt uns Fortschritt. Mega. Aber dadurch kommt auch langsam ein kleines Problem auf uns zu. Roboter stehlen uns die Jobs. Nein, nein, jetzt nicht sofort abschalten. Ich verspreche, dass ich jetzt nicht das Gleiche erzähle, wie die, die die riesige Angst vor diesem Szenario schon seit fast 100 Jahren aufrechterhalten. Und auch nicht wie die, die sich darauf freuen, sich in ein paar Jahrzehnten dank bedingungslosem Grundeinkommen in die Hängematte legen zu können. Das soll uns alles egal sein, denn hier geht es um ein viel grundlegenderes Problem. Es geht um den Sinn des Lebens, um die Art, wie wir Technologie im Moment einsetzen und die Frage, welche Möglichkeiten uns in der Zukunft überhaupt noch offen stehen. Der Philosoph John Danaher behauptet in einem Paper, das im Science and Engineering Ethics Journal veröffentlicht wurde, dass eine Zukunft, in der unsere Produktion zu einem großen Teil automatisiert ist, nicht so rosig aussieht. Und zwar auch und vor allem dann, wenn alle Menschen etwa durch ein Grundeinkommen von diesem System profitieren. Warum das so ist, zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Wenn man nicht zufällig zu den wenigen Auserwählten gehört, die etwa durch ein gutes Erbe grundsätzlich abgesichert sind, ist man zurzeit gezwungen zu arbeiten. Natürlich gibt es eine Art Arbeitslosengeld in den meisten Ländern, doch ist dieses Geld immer an die Bedingung geknüpft, dass man grundsätzlich auf der Suche nach einem Arbeitsplatz ist. Der durchschnittliche Mensch kann dem Zwang zu arbeiten eigentlich nur durch Alter, Krankheit oder Tod entkommen. Und auch wenn pfiffige Liberale es gern so wenden, dass man ja auch einfach so obdachlos werden kann und nicht zu arbeiten braucht, um zu leben, kommt es natürlich für fast niemanden einfach so in Frage. Es gibt also praktisch einen Zwang zur Arbeit. Dieser Zwang ist in mehrfacher Hinsicht schwierig zu begründen, denn er nimmt uns die Freiheit, selbst über unsere Zeit und über unser Leben zu bestimmen. Selbst wenn man seinen Beruf über alles liebt und nichts an seiner Tätigkeit ändern würde, wenn es keinen Zwang mehr gäbe, ist er immer noch problematisch. So gibt es ja praktisch auch keinen Unterschied dazwischen zu fasten und zu verhungern. Und dennoch sind es zwei völlig andere Kategorien, wenn man das eine freiwillig tut und das andere eben nicht. Insofern ist es verständlich, dass man hoffnungsvoll auf eine Zukunft schaut, in der dieser Zwang nicht mehr existiert. Und zwar nicht, weil wir dann andere Nationen noch stärker ausbeuten oder andere Menschen noch stärker ausbeuten und dadurch selbst nicht mehr zu arbeiten brauchen, sondern weil wir die Produktion aller notwendigen Güter automatisiert haben. In diesem Fall käme, wenn wir unser momentanes Wirtschaftssystem nicht verändern, ein Verteilungsproblem auf uns zu. Alle Macht über die Produktion läge dann bei einigen wenigen, da die Mehrheit der Menschen lediglich über ihre Arbeitskraft verfügt, die sie ihr verkaufen kann. Doch die braucht es ja dann nicht mehr. Wir hätten also eine Situation der technologischen Arbeitslosigkeit, in der die Menschen weder die Mittel haben, sich selbst zu versorgen, noch irgendetwas anbieten könnten, um im Gegenzug Geld für ihre Versorgung zu erhalten. Gehen wir aber jetzt mal davon aus, dass dieses erste Problem, das Verteilungsproblem, gelöst wäre. Wir haben entweder das System revolutioniert oder die Reichen sind nett genug, uns alle mitzuversorgen oder. Es gibt aber auch dann noch ein zweites Problem. Und um das zu verstehen, müssen wir uns erst einmal anschauen, was es für Vorstellungen vom Sinn des Lebens gibt. Es gibt eigentlich drei Richtungen, in die Menschen bezüglich des Sinns des Lebens argumentieren. Entweder verstehen sie ihn völlig subjektiv, völlig objektiv oder als eine Mischung aus beiden Kategorien. Schauen wir uns das einmal genauer an. Zunächst das subjektive Verständnis vom Sinn des Lebens. Diejenigen, die dieser Richtung anhängen, meinen, dass ein Leben sinnvoll ist, wenn ein Mensch irgendwelche für sich erstrebenswerten Zustände erlebt. Im klassischen Fall ist es dann etwa der Zustand der Zufriedenheit oder der Bedürfnisbefriedigung. Wenn man solche Zustände immer wieder herstellen kann, ist das Leben sinnvoll. Das klassische Beispiel ist hier natürlich Sisyphus, der immer wieder einen Stein auf einen Berg rollt. Weil er sich immer wieder so darüber freut, wenn er es geschafft hat und der Stein oben ist, ist es egal, dass er daraufhin wieder runterrollt und er die ganze Prozedur wiederholen muss. Schließlich freut er sich wieder, wenn er es geschafft hat. In diesem Szenario gibt es überhaupt kein Problem. Wir können einfach die Roboter unsere Aufgaben übernehmen lassen und können uns dann unserem ganz persönlichen Stein zuwenden. Für die einen ist es die Gartenarbeit, für die anderen das Brotbacken und andere puzzeln den ganzen Tag. Super. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen ein solches Leben nicht als wirklich sinnvoll verstehen würden. Stattdessen muss für sie auch die Welt außerhalb des Individuums irgendeine Rolle bei der Bewertung des Sinns spielen. Da sind dann einmal die harten Objektivisten,
die sagen, dass ein Leben nur in dem Maße sinnvoll ist, wie ein Mensch bestimmte objektiv gute oder wertvolle Zustände herbeiführt. Also nur, wenn ein Mensch die Welt zu einem besseren Ort macht, hatte sein Leben einen Sinn. Wer so bloß von seinem Erbe lebt und mit seiner Yacht den ganzen Tag übers Mittelmeer brettert und sich sonnt, führt hiernach kein besonders sinnvolles Leben. Schließlich gibt es aber auch noch Theorien, die beides mischen. Hier ist dann eine Kombination aus subjektiven und objektiven Zuständen nötig, um dem Leben Sinn zu verleihen. Am besten setzt der Mensch sich objektive Ziele, führt diese dann durch seine eigenen Handlungen herbei und ist dann deswegen auch subjektiv zufrieden. Und was hat das jetzt alles mit unserer technologischen Arbeitslosigkeit zu tun? Naja, sobald wir die Veränderung der objektiven Wirklichkeit mit einbeziehen, müssen wir uns fragen, ob es in einer Welt der technologischen Arbeitslosigkeit wahrscheinlicher wird, dass man seine Ziele erreicht, oder unwahrscheinlicher. Und die Antwort darauf ist leider, dass es unwahrscheinlicher wird. Natürlich schaffen wir es über Umwege, die Welt stärker und besser zu verändern als ohne Maschinen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, dass es schwieriger wird, einen Zusammenhang zwischen unserem Handeln und dem Ergebnis herzustellen. Wenn ich mich hinsetze und selber eine Gleichung ausrechne, dann kann ich stolz darauf sein, weil ich sie ausgerechnet habe. Wenn ich die Gleichung in einen Taschenrechner eingebe, der sie dann für mich löst, habe ich das Ergebnis zwar schneller, mein Input hält sich aber in Grenzen. John Danaher schreibt dazu in seinem Paper: Die einzige verbleibende Teilhabe des Menschen wird in der Rolle des Nutznießers von automatisierten Systemen bestehen. Dadurch mag es ihnen subjektiv besser gehen, aber sie werden nicht länger Akteure oder Schöpfer von objektiven Wirkungen sein. Die notwendige kausale Verbindung wird durchtrennt. Jetzt könnte man sagen, dass es doch ein bisschen naiv von ihm sei. Nur weil die Menschen manche Probleme besser lösen als wir Menschen, werden sich uns auch neue Probleme stellen, für die wir dann verantwortlich sind. Aber das muss nicht unbedingt stimmen. Einerseits gibt es nicht unendlich viele Probleme und viele von ihnen lassen sich eben nur einmal lösen. Wenn der Welthunger besiegt ist, weil wir eine bessere automatische Verteilung von Produkten haben, dann muss sich da kein Mensch mehr mit beschäftigen. Und dieses Problem wird wohl auch nie wieder auftauchen. Und andererseits ist es unwahrscheinlich, dass sich 10 Milliarden Menschen den neuen Problemen widmen müssen. Selbst wenn es also neue Probleme geben sollte, werden sich ihr nur wenige Menschen annehmen können. Für den Rest bleiben nur die Gebiete, bei denen bisher nicht absehbar ist, dass Maschinen dort irgendwie bessere Ergebnisse erzielen als Menschen. Und das sind eben die Gebiete von Spiel, Spaß und Ästhetik. Alles Gebiete, die keinerlei spürbaren Einfluss auf die objektive Wirklichkeit haben. John Danaher macht aber auch einen Vorschlag, wie wir unsere Technologie in Zukunft entwickeln sollten, um dieser Zukunft zu entkommen. Denn das grundsätzliche Problem ist ihm zufolge, dass wir Technologie noch immer als etwas von uns Getrenntes wahrnehmen. Maschinen werden also verstanden als etwas, das wir benutzen, um die Welt um uns herum zu kontrollieren und zu verändern. Solange diese Veränderung noch von menschlichem Einfluss abhängig war, war das auch kein großes Problem. Doch durch künstliche Intelligenz und die Automatisierung von riesigen Abläufen wird dieser Einfluss immer weiter geschmälert. Und die Technologie wird noch unabhängiger von uns. Stattdessen sollten wir nun laut ihm ein integriertes Konzept von Technologieentwicklung verfolgen. Was das heißt? Naja, dass wir mit der Technologie verschmelzen und dadurch der Einfluss von Technologie und von uns ununterscheidbar wird. Zitat: Wir könnten das Beste aus beiden Welten haben. Die Vorteile der erweiterten Kapazitäten der Technologie zusammen mit einer sinnvollen Beteiligung an den Ergebnissen, die die Technologie ermöglicht. Wenn uns das zu gruselig ist, sollten wir genau überlegen, ob wir nicht vielleicht auch bereits jetzt ohne völlige Automatisierung eine lebenswerte Welt für alle schaffen könnten, in der der Zwang zur Arbeit möglichst weit aufgehoben ist. Denn sonst wartet eine wahrhaft sinnlose Welt auf uns.